Martin Münch und Alexander Reichling sind, wie die anderen 17 jungen Fliesenplatten- und Mosaikleger-Lehrlinge im zweiten Ausbildungsjahr. Bis zur Gesellenprüfung haben sie noch einige Ausbildungsinhalte vor sich. Doch was die Nachwuchshandwerker bereits jetzt können und drauf haben, zeigen sie im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung in einem Projekt von Handwerkskammer Koblenz und Berufsbildender Schule Lahnstein. Eigene gestalterische Ideen sind gefragt, die anschließend handwerklich umgesetzt werden. Ich halte sehr viel davon, ja. Wie gesagt, da hat sehr viel Spaß gemacht und in der Schule haben wir das halt geplant. Man hat halt da ausgerechnet und so was alles und hat halt hier umgesetzt. Das war schon gut. Das macht mir auf jeden Fall Spaß und gerade hier so ein ganzes Badezimmer mal selbst herzustellen, das ist schon was anderes wie nur so kleine Arbeiten. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Die Idee der Projektinitiatoren Christoph Wenz und Sascha Sali: Die Lehrlinge sollen sich mit der Gestaltung eines Bades nach eigenen Vorstellungen auseinandersetzen und anschließend in einer Arbeitsprobe umsetzen. Aus der Theorie in die Praxis in 8 Tagen und auf wenigen Quadratmetern. So lässt sich das Projekt in wenigen Worten beschreiben. Wir führen hier heute ein Kooperationsprojekt durch zwischen der Handwerkskammer Koblenz und der Berufsbildenden Schule in Lahnstein. Es geht hier heute um die auszubildende Fliesenleger, zweites Ausbildungsjahr. Die erstellen hier ein Badezimmer. Die Auszubildenden haben das ganze Badezimmer komplett selbst geplant, theoretisch, und führen das Ganze jetzt praktisch hier in der Handwerkskammer aus, unter Aufsicht von der Kammer und von der Berufsschule in Lahnstein. In der Berufsschule Lahnstein haben die ganze theoretische Vorplanung gemacht und hier seit letzter Woche sind die ganzen Arbeiten, was theoretisch vorher geplant worden ist, führen die in der Praxis um. Teilsweise sollte jeder Lehrling alleine ein Badezimmer machen und bei größeren Projekten sind halt auch Gruppenarbeiten. Das heißt, 2 Leute machen halt auch ein Bad. Ideale Voraussetzungen bieten dabei die Ausbildungswerkstätten der HWK Koblenz, wo aus der Idee Wirklichkeit wird. Und was für eine. Dabei wurde in Teilbereichen bewusst auf ein traditionelles Erstellungsverfahren in diesem Beruf zurückgegriffen. Großen Wert legen die Initiatoren auf die Zusammenarbeit zwischen Berufsschule und Handwerkskammer. Also bei uns funktioniert das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben hier eine ganz besondere Situation. Wir machen also einen Unterricht von der Schule teilweise hier in der Handwerkskammer, um die theoretischen Inhalte mit den praktischen ein Stück weit verzahnen zu können. Und da, im Moment haben wir uns halt überlegt, ob wir mal so ein komplettes Badezimmer angehen, damit jeder Auszubildende das Ganze wirklich mal theoretisch durchplant. Die ganzen Vorarbeiten, die notwendig sind, wie die Verlegung von einem Esstrich, die Anbringung von Gipskartonplatten, das Verputzen der Wände, selbstständig plant und im Endeffekt auch durchführt. Großflächige Fliesenplatten, einige einmal 1 Meter groß und so schwer, dass sie nur mit Spezialsaugnäpfen aufgenommen und verlegt werden können, liegen im Trend. Und auch beim Einsatz von Hightech in der Materialbearbeitung glänzt das Fliesenlegerhandwerk. Platten werden mit Wasserstrahl geschnitten, auf den 100stel Millimeter genau und materialschonend. Bevor dieses Verfahren eingesetzt werden kann, müssen die Lehrlinge verstehen, was dabei im Material vor sich geht, welches Verfahren für welches gut eingesetzt werden kann, wie das Schneiden grundsätzlich funktioniert. Deshalb gilt auch hier im Projekt: Fliesenbearbeitung mit klassischen Werkzeugen und per Hand müssen zunächst gelernt werden. Die Auszubildenden zeigen großes Interesse. Für viele von ihnen ist es der Traumjob schlechthin. Bei mir ist es so, da mein Vater einen Betrieb hat, war ich damals auch mal öfters unterwegs und habe auch somit einen guten Einblick in den Beruf erhalten. Und ja, hat halt einfach Spaß gemacht und habe ich von vornherein gesagt, gut, machst du das halt. Ich habe in der Schule in der 10. Klasse ein Praktikum gemacht und da hat sich das angeboten. Wir hatten direkt einen Fliesenleger vor der Haustür und da habe ich gefragt, ob ich da ein Praktikum machen könnte. Und das hat mir so Spaß gemacht in den 2 Wochen, wo ich dann gesagt habe, da würde ich gerne Ausbildung machen. Das Klima war hervorragend und es ist nicht ein eintöniger Job, man hat viele Möglichkeiten, man sieht zumindest einen Großteil der Städte, man kommt in jedes Haus rein, also ist schön. So entsteht unter den Händen von Alexander Reichling mit geübten Handgriffen ein Ausschnitt in Kreisform, der mehrere Fliesen einschließt. Gefühl, Kraft und ein gutes Auge und Ohr sind gefragt. Seine Arbeit beeindruckt und das in einer Koje gefertigte Badezimmer ist nicht nur handwerklich ein Augenschmaus, sondern auch in Gestaltungsfragen. Die Gesellenprüfung bestehen und anschließend noch 1-2 Jahre im Betrieb Erfahrungen sammeln. Dann den Meisterbrief machen, das sind seine Pläne für die Zukunft. Ganz ähnlich klingt das bei Martin Münch aus Bad 9a Ahrweiler. Und er hat seine Idee innerhalb des Projektes in Fakten umgesetzt.
hochwertig und gekonnt. Der 18-Jährige wird im Familienbetrieb mit seinen 11 Mitarbeitern ausgebildet, den er später übernehmen möchte, natürlich mit Meisterbrief. Die entworfenen und gebauten Bäder im Bauzentrum der HWK sind nicht nur Ausstellungsstücke, sondern regen auch zum Gespräch zwischen Ausbildungsbetrieben, Verantwortlichen von Handwerkskammer und Berufsschule, Prüfungsausschüssen und den Lehrlingen an. Nicht nur die Ausbildungsinhalte in der Vermittlung an die Lehrlinge sind wichtig, auch die Betriebe müssen gebrieft werden. Und das Echo ist durchweg positiv. Am Ende steht für alle Beteiligten fest: Dieses erfolgreiche Projekt muss künftig ausgebaut werden.